Willkommen zurück in der deutschen Fortszene. Wir spielen schon wieder Sieb. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leuten es gerade zum Hals rausrenkt, aber es macht einfach so unfassbar viel Spaß und New Gameplay ist jedes Mal auf seine eigene Art und Weise unique. Und Corby hat sich gedacht, okay, ich habe das Game da eben irgendwie nicht so gut gespielt, wie ich es gerne oder wie es hätte machen sollen. Ne? Meine Anti-Air war einfach nicht so clean. Ich kann dir von Fluffiges berichten. Anti-Air ist hier scheißegal. Es ist einfach busted. Er weiß jetzt, was kommt und kann sich natürlich besser darauf vorbereiten. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn hier mit Sieb trotzdem noch in die Knie zwingen kann. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen besser spielen als letzte Runde. Da habe ich noch nicht so ganz clean gespielt. Ne? Von daher schauen wir einfach mal. Das sage ich, glaube ich, genau immer so ungefähr um 50 Sekunden rum, sage ich immer dieses, schauen wir einfach mal. Was passiert? So, er geht direkt für die Waffenkammer. Hat vielleicht auch eine Bassor. Das wird. Bassor ist unangenehm. Für meinen Playstyle. Also, ich glaube, der Playstyle, der mich am meisten einschränken würde, ist, wenn er aggressiver spielen würde. Am Anfang. So eine MP ist sehr nervig und lästig. Wenn ich Anti-Air holen muss, er geht direkt Economy. Ja, ja, ja. Also, ist, glaube ich, ist ein guter Weg gegen die Strategie. Aber schauen wir einfach mal. Ah, ich hab's schon wieder gesagt. So, zack, zack, zack. Drei Windturbinen auch direkt. Uiuiui. Ui, ui. Komm, komm, komm. Das Coole ist, dadurch, dass ich meine Gegner immer damit starten sehe, gehe ich halt auch ganz entspannt für das Metall verkaufen, ne? Es ist, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass. Oh, da kommt eine Flak, okay. Direkt, straight up. Ich muss. Es gibt hier eine coole neue Art und Weise. Was heißt coole neue Art und Weise? Aber es gibt da eine andere Art und Weise, wie man das ziehen kann. Die Stability Takedown, die muss ich mir nochmal beibringen lassen, falls jemand so gütig ist. So. Boah, zwei Windturbinen mitgenommen, ne? Klar, er hat viel mehr Economy als ich, aber das ist schon nicht wertlos. Das sind 400 Metall, die da drauf gehen. Keine Frage. Ich glaube, hier am Anfang einfach die Economy straight zu upgraden, ist, glaube ich, auch gar nicht so weak. Schauen wir mal. Das ist jetzt eher ein bisschen wack. Nein, nicht getroffen. Komm. Na, schieß. Ja, Float is real. Batterie fehlt. Sehr schön. Clean, clean, clean. 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 Krass. Das war... Ja. Viel weggefloatet. Aber ansonsten... Damn. Oh, ich sollte echt nicht vorstellen, wie man unterrichtet. Natürlich nicht. Spielt nicht vor. Spielt überhaupt nichts, wenn ihr Unterricht habt. Gott, Corby.
Oh, du bringst mich hier in Bedrängnis. Die erste gebaitet. Die zweite gesniped. Warum hat sie nicht geschossen? Hat er sie echt festgehalten? Ja, hat er. Ja, Leute, es ist, ja, weiß ich nicht. Längeres Video gibt's hier oben zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und haut rein.